Mein Name ist Erik Blum, ich bin Mitbegründer vom Label Onca Heva. Ich bin der Luca. Meine Rolle bei Onca ist vor allem Handwerk und das Designen eigentlich. Ich habe schon immer mich handwerklich ausgelebt, bin dann eigentlich aufs Foodhandwerk gestossen. Das war etwa der Zeitpunkt, wo ich dann den Luca kennengelernt habe. Die Motivation war eigentlich der Freigeist, etwas machen für sich selber, die Energie zu investieren in etwas, was man selber machen im Leben. Und dann haben wir irgendwie gefunden, hey, es groovt mega zusammen. Wir haben das Gefühl, da kann eine riesige Synergie daraus entstehen. Und dann haben wir die Ideen verschmolzen und dann ist Onca Heva daraus entstanden. Es war ein Trip, wo ich sehr gerne reflektiere und zurückschaue. Japan ist einfach ein Ort von Inspiration. Meine Verbundenheit ist sehr tief. Ich habe natürlich eine Art gewusst, was mich erwartet an Handwerkskunst und trotzdem hat es mich absolut umgehauen. Vor allem die Ästhetik und es ist halt schon in Japan, sehen wir in einer Dichte schöne Sachen in allem. Ich glaube, auf dem Trip, was wir definitiv sicher geblieben und sehr eingefahren sind, sind schon die drei Handwerkskünstler, die wir haben dürfen kennenlernen und es ist nicht einmal das Kennenlernen, sondern eigentlich im Stillen haben dürfen zuschauen und zulauschen. Das ist, glaube ich, das, was mich am meisten inspiriert hat, ist, dass Zeit ist ein anderer Faktor in Japan. Die Bonsai ist halt etwas Spezielles gewesen, weil die halt über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende gepflegt werden. Ich meine, das ist für mich unvorstellbar. Die Voraussicht, die der Meister muss haben, dass der Baum so wächst mit dem Jahr, wie er das will. Und für das braucht es natürlich eine unglaubliche Vorstellungskraft. Also nur schon der Aspekt, du schaffst etwas, das tausend Jahre auf dieser Welt existiert. Und wiederum hat er dann erzählt, ja, er macht jetzt etwas ja, und er sieht in 10 Jahren, ob das eigentlich dann das war, was hätte werden sollen. Das Material Eisen finde ich etwas Spannendes. Dass man das so in Form bringt, ist für mich unglaublich faszinierend und extrem etwas Ästhetisches. Das, was wir ja haben dürfen erleben, ist ja insofern nochmal eine Stufe spannender, weil er wirklich Messer und Klingen schmiedet eigentlich in Qualität, wie eigentlich das die alten Samurai haben dürfen geniessen. Und die Emotion, die es weckt mit dem Feuer und mit dem Hämmern, mit der Geräuschkulisse, ist etwas halt sehr emotional als Handwerker gewesen, also von dem her extrem schön zu sehen. Eigentlich noch grob vermeintlich wird eigentlich so etwas elegant, so eine feine Klinge eigentlich da gemacht. Ich meine, das ist so ein Gegenspiel, das einfach schön ist. Ja. Das war das erste Mal, als ich live einen Kalligraph erlebt habe. Ich finde, bei ihm, was extrem schön war, wie fast auch ein bisschen die ganze Zeremonie vorher und nachher von seinem Arbeiten, oder? Wo dann auch eben schöne Details wie die Papierbeschwerer. Und es hat alles so ein bisschen Meditatives, extrem Szenisches gehabt. Und dann ist halt schon noch mit einem Pinselstrich quasi etwas zu erschaffen, wo ästhetisch und so einen Tiefgang hat. Ist einfach ist faszinierend. Es ist sehr schön gewesen, dass er auf einer grossen Fläche geschafft hat, also mit extrem dynamisch, halt mit dem ganzen Körper. Was mich sehr fasziniert, ist Körpersprache während dem. Also man merkt, wie es ist nicht einfach eine Hand, die muss funktionieren, es muss eigentlich der ganze Körper funktionieren. Und dass es einfach ein bisschen so kommt, wie es kommt. Den Perfektionismus zu haben, das Vertrauen in den Körper, dass der das macht, dass die Schrift oder da halt das Zeichen so rauskommt. Also eben einfach das Flüssen lassen. Es ist einfach die Kultur, es kommt so, wie es kommt und so, wie es kommt, ist gut. Und es ist auch gleich schön, wie auch allgemein im Leben, wenn man Gleichgesinnte trifft und dann merkt es auch krass. Wir reden da mit Leuten, die absolut auf Augenhöhe sind. Wir haben das gleiche Vokabular, man versteht sich. Und die Umsetzung ist einfach immer ein anderes Handwerk. Oder man hat andere Werkzeuge, anderes Ausgangsmaterial. Aber man versteht sich. Es gibt einem auch unter anderem auch Mut, wirklich auch weiterzumachen, dran zu bleiben. Ich glaube, in jedem Prozess, ob das handwerklich ist oder im kreativen Bereich, man kann das nicht beschleunigen. Es passiert dann, wenn es passiert. Und es ist schön zu sehen, dass halt all die Künstler oder die Handwerker
dass die das so angenommen haben. Und ich glaube, wegen dem haben sie, oder können sie auch so erschaffen, wie sie erschaffen. Faszinierend ist vor allem im ganzen Design, wie sie nach wie vor auf alles Handwerk setzen. Parallel ist, dass wir am gleichen Ort anfangen im Design. Es geht von Anfang an darum, nur etwas Schönes zu erschaffen. Es geht um sich die Zeit nehmen für das. Die machen das halt gleich, wie wir es erlebt haben. Die machen das mit Gefühl. Wo halt wirklich Ursprung, Design, Form von Hand modellieren. Mozartstab für Handwerk ist halt wirklich nur das Auto, das man jetzt auch sieht im Innenraum. Es wird sehr sorgfältig designt. Es muss wie designtechnisch innerhalb von den japanischen Philosophien, wo sie leben, muss das irgendwo Platz haben. Was ich wirklich schön finde beim Exterieur, ist natürlich schon die ganze Seite. Das hat so einen S-Verlauf, wo das Licht eigentlich drinnen gespiegelt wird. Aus dem Ganzen raus entspringt ja unter anderem auch das Produkt, das wir ja entworfen und jetzt da Handwerk dann auch umsetzen werden. Es wird eine Capsule Collection geben, wo es eine Handvoll Produkte von uns inspiriert von dieser ganzen Journey, ganzen Reise in Japan eigentlich entstanden ist. Und ja, wir dürfen umsetzen. Es hört einfach nie auf und ich glaube, das ist die Passion.